meine Lieblingsbrücke hier in der Nähe von Sedona Richtung Flagstaff. Und ob ich da mal runterspringe, das weiß ich noch nicht. Höchstens, es nimmt niemand mehr Filme ab von mir, dann werde ich es vielleicht tun. Aber ich werde es so machen, dass ich nicht ganz runterfalle, sondern Bungee-mäßig. Und freue mich dann, wenn ich wieder lebe. Okay, die Brücke ist ganz toll hier. Es ist ein Naturereignis hier zwischen den Felsen. Vor 100 Jahren oder 150 Jahren wurde sie gebaut mit viel Aufwand und vielen Toten. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich hier in dieser Ecke ein Bild machen kann.